Ja, du darfst ruhig reden, ne? Also. Nee, ich wollte gar nichts. Landgewinnung kriegen wir auch nicht mehr, hat er auch keinen Bock mehr zu, der Dr. Wright. Es neigt sich so langsam wirklich dem Ende zu. Jo. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Dave, hast du noch eine spontane Frage an mich in diesem Running Let's Play? Vielleicht. Ja, man könnte jetzt denken, dass das jetzt ein abgemachtes Spiel war, so dass wir zu dieser Situation kommen, und das war es in dem Sinne auch, weil er mir angeboten hat, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, falls ich Fragen an ihn habe, kann ich ihnen die live stellen und so. Aber wobei ich das ja auch schon in meinem Infovideo angekündigt habe. Das kommt auch noch dazu, aber vielleicht hat es ja auch nicht jeder gesehen, scheint bei euch. Richtig. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Fragen. Das ist gut, das also, freut mich. Ich weiß alles über dich. Schon. Oh, er weiß alles über mich, super. Ich weiß, sagen wir mal, viel über dich. Ja, ist auch so. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich dich nicht schon mal gefragt hätte. Mhm. Ja, du musst jetzt nicht zwangsläufig irgendwas rauskramen, so ist es ja nur auch nicht. Ja. Welche Schuhgröße hast du oder sowas brauchst du jetzt nicht? Ja, fragen. Welche Schuhgröße hast du denn eigentlich? 43. Magst du eigentlich lieber Socken mit Gummi oder ohne Gummi? Eigentlich eher ohne, weil das klemmt sonst immer so. Was hältst du zum Beispiel von Pelzträgern und solche Sachen? Also ich persönlich trage nicht gerne Pelz, aber mich stört es auch nicht, wenn einer einen Pelz umhat. Ja, was hältst du denn von Echtleder und Kunstleder? Ist mir Wurst, ob das echt oder Kunst ist. Ja, die Wurst war ja unter dem Leder quasi. Ach so, das habe ich dann falsch verstanden, ja. Ja, verstehst du, ja. Mm. Ja, wie geht's dem Friedhof nebenan bei euch? Der ist immer noch tot. Ja, Also zumindest die Leute, die da drauf liegen oder drunter liegen. Eigentlich liegen die ja unterm Friedhof. Hast du schon Ideen für ein nächstes Abo-Special? Nee, weil ich habe in den letzten so viel Zeit investiert und Blut und Schweiß reinfließen lassen, dass ich momentan froh bin, dass ich keine Specials erst einmal machen will. Hast du eigentlich Fraps mittlerweile zum Laufen bekommen? Ja, es läuft. Und es wird auch irgendwann mal ein Spiel geben, was ich mit Fraps aufnehme, weil ich jetzt nebenher mit meinem Laptop ja meine Tonspur aufnehmen kann. Das heißt, ich kriege das hin, Ton und Fraps gleichzeitig aufnehmen zu lassen. Bist du mit deinem Laptop mittlerweile klargekommen? Da war ich auch vorher schon mit klargekommen. Ja, du hattest mal letztens gesagt, dass du damit noch nicht so ganz zurande kommst, ja, mit der Bedienung und alles. Gut, ich mache damit ja auch nicht so viel. Also für meine Infovideos benutze ich es halt. Da schließe ich dann halt kurz mein altes Headset an und stelle halt eine Kamera auf. Und ansonsten brauche ich das ja kaum. Wie alt ist dein PC? Das weiß ich immer noch nicht. Irgendwas Anfang 2000, glaube ich. Jahre. Na, Anfang 2000 Jahre. Ja, das weiß ich, 2.3 oder 2.4 oder so habe ich den, glaube ich, mal gekauft. Wie groß ist dein Bildschirm? Fragst mich was, weiß ich nicht. Ja. Du weißt es, du warst doch hier, sag mal, wie groß ist der? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wie groß ist dein Fernseher? 100 irgendwas. Wie alt ist dein Fernseher? Warte mal. 4 Jahre? Ich glaube 4. Wie alt ist eure Haustür? Ja, die müsste fast so alt wie das Haus sein. Wie alt ist das Haus? 130. Ja, ist wirklich so. Gut, da wurde vielleicht mal die Scharniere erneuert oder so, aber die Tür an sich ist ziemlich alt. Erzähl mal bitte die Geschichte von der Oma, die in den Baum gefahren ist. Oh Gott, nein, ne? Echt jetzt? Ja, also... Also, ich muss dazu... Wir haben einen ziemlich verkrüppelten Baum in unserem Garten stehen, eine Zierkirsche. Sehr verkrüppelt. Die sieht, ja, die sieht so aus, als wäre da ein Blitz eingeschlagen, so ungefähr, ne? Die... Also man hat unten noch einen zusammenfassenden Stamm und dann bricht er auf einmal in drei Richtungen auseinander, quer durch den Garten. Und das kommt dadurch, weil damals eine Oma mit irgendwie ihren Mercedes damals nicht so ganz unter Kontrolle hatte. Also ich habe damals noch nicht gelebt. Ne? Also ich da gab es noch keinen Zaun und sowas bei euch. Ja, doch, ein Zaun war da, aber irgendwie so ein altes Bretterteil, irgendwie so, glaube ich. Oder irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls war meine Schwester damals noch Kleinkind und saß in der Sandkiste. Und dann sagte irgendwie, weil da gerade wohl wie war denn das da? Irgendwie sollte sie jedenfalls unbedingt in der Sandkiste spielen. Weil, keine Ahnung, irgendwas war da im Garten los. Und dann sagte meine Mutter wohl, ja, weil, sagte meine Mutter, geh bitte in die Sandkiste, das ist ganz wichtig. So. Und sie hatte aber irgendwie keine Lust und hat darauf nicht gehört und war zum Glück nicht in der Sandkiste. Denn dann kam auf einmal diese Oma am Friedhofsweg lang gefahren mit ihrem Mercedes, hat den nicht unter Kontrolle gekriegt und bretterte über den Zaun durch die Sandkiste in den Baum rein. Und dadurch ist der jetzt so entstellt, der Baum. Und meine Schwester lebt noch.
Ja, und dann ist die Oma ja noch weitergefahren, ne? Die Oma, nee, die ist dann im Baum zum Stehen gekommen. Doch, dein Vater hat das erzählt, als wir gegrillt haben. Ja, aber ja, so gesehen sie hat sie... Sie ist ja noch weitergefahren und dann ist er dann noch hin und dann hat sie ihn ja noch doof angemacht, ob er das bezahlen würde. ja, das stimmt schon, ja. Und sie hat das aber dann nie bezahlt, den Zaun jetzt zum Beispiel, ja, oder auch den Baum. Und jetzt liegt es wahrscheinlich auf dem Friedhof Lehmann. Man weiß. Das könnte natürlich sein, wenn das überhaupt eine Fiddlerin war, ich weiß das nicht. Ich kenne die ja nicht, oder kannte die nicht. Nee. Nö. Nee. Aber eine interessante Geschichte bestimmt, für alle, die es jetzt hören wollten. Ja. Du musst mich jetzt nicht ständig mit Fragen löchern. Aber mach ruhig. Ach, ich hatte ja gerade eben so einen kleinen Lauf. Ja, dann frag ruhig, frag. Ja, ich baue mal wieder was so nebenbei. Was könnte ich denn... Wie sehe, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Konsole zu erfinden, welche Komponenten müssten dabei sein, damit du sagen würdest, das ist die beste Konsole überhaupt? Also, ein Mischmasch aus meinen Lieblingskonsolen praktisch, ja? Ja, genau, erzähl mal. Wie sehe die aus? Ja, wie sehe die aus? Also vom Aussehen. Hätte die zum Beispiel so ein Memory Card System oder hätte die eine Festplatte, wo man drauf abspeichert oder einen Internetzugang oder. Also, Internetzugang brauche ich persönlich nicht, weil ich nicht so der Online-Spieler bin. Das brauche ich irgendwie nicht. Also, wenn ich zocke, dann mache ich das eigentlich lieber für mich alleine. Man kann natürlich auch gerne zu zweit zocken, aber dann mache ich das mit jemandem, der neben mir sitzt und dem ich gut kenne. Und weiß ich nicht, so übers Internet und so zocken muss ich nicht unbedingt haben. Sowas wie hier, was man im Internet da so spielt, so hier League of Legends oder wie das alles heißt und so. Das ist alles nicht so mein Fall, muss ich nicht haben. Mir reicht so ein, ja, Memory Card System würde mir eigentlich reichen. Obwohl auch schon beim Super Nintendo ja eigentlich schon man, den hat man ja auf den Spielmodulen gespeichert, so war das ja, ne? Ja, genau. Das wäre eigentlich auch nicht weg. Also ich finde diese Modul-Idee gar nicht schlecht, so diese Steckspiele wie früher, fand ich schon ganz cool. Und dass man direkt darauf speichern konnte und so, dann konnte man das Spiel überall mit hinnehmen und hatte seinen Speicherstand gleich dabei. Das war immer eine ganz interessante Sache. Also es müsste eine Mischung sein, finde ich, aus Super Nintendo, vielleicht auch aus PlayStation 1. Was könnte noch bei sein? Und so ein bisschen die Amiga-Zeit fehlt mir, also die Spiele vom Amiga. Wobei die sich sehr mit Super Nintendo-Grafik und so ähneln. Ja. Mhm. Ja. Und der Controller, wie müsste der aussehen, damit er am besten so in der Hand liegt und alles? Und ich finde ja, dass der GameCube-Controller eigentlich am besten in der Hand liegt, so von den ganzen Konsolen, die es bisher so gibt. Obwohl, also PlayStation-Controller geht eigentlich immer, der liegt gut in der Hand. Aber ich finde, GameCube liegt am besten in der Hand. Ja, würdest du mit mir mal die Jungs von GameTube besuchen in Bayern? In Bayern? Wenn wir das irgendwie mal finanziert kriegen, würde ich das vielleicht sogar gerne mal machen, ja. Aber da muss ich echt, da muss ich aber echt zu sparen, du. Oder ich kann ja mal so ein bisschen meine Connections da spielen. Wir lassen die vielleicht einfach einfliegen zu dir, oder was? Ja, muss mal gucken. Es gibt so eine Fangruppe von GameTube, GameTube B2B heißt die, und mit der Initiatorin und die das da alles leitet, mit der habe ich so eigentlich momentan relativ regelmäßigen Kontakt und die ist echt nett und die macht, die organisiert dann auch immer so Fahrten, wenn zum Beispiel einer in dem Quartett von den Let's Playern, also es sind immer, haben wir schon tausendmal erzählt, aber ich erzähle es gerne auch tausendundeinmal, weil es ein super Kanal ist. Also das sind 4 Let's Player bei GameTube von der GameStar-Redaktion, von der Zeitschrift, die kennt ihr vielleicht. Und die spielen immer zu zweit ein Spiel. Das ist so ein kleines Markenzeichen von denen. Und einer von denen, der Daniel, der spielt auch in der Band, der ist Sänger und Gitarrist. Und die treten halt überall so auf, hier und da. Und da organisieren die zum Beispiel Fahrten hin, dass man da sich zusammen trifft und einfach mit den Jungs ein bisschen quatscht. Oder letztens bei der Gamescom, da waren sie auch alle da, alle 4. Sind auch hingefahren. Und sowas hätte ich eigentlich auch mal Bock. Also müsste ich mal gucken, ne? Ich habe mir auch so ein T-Shirt, die hatten mal so eine T-Shirt-Aktion, so mit dem GameTube-Logo und alles. Das habe ich mir dann auch mitbestellt. Das war echt super und super Kanal. Auf jeden Fall. Ich gucke da auch sehr, sehr gerne. Im Moment allerdings gerade nicht so viel, weil mich da jetzt nicht unbedingt jedes Let's Play anspricht gerade. Im Moment jedenfalls. Sonst habe ich eigentlich immer was gefunden. Aber im Moment ist das gerade so ein bisschen, boah. GTA 5 ist super. Ja, ist nicht so meine Welt irgendwie. Weiß doch, das ist super, Alex. Das muss ich echt mal gucken. Das ist so. Es ist einfach ein richtig gutes Spiel. Also, das ist. Da können sich eigentlich fast alle drauf einigen, so. Ich gucke mal.
Schkuke. Wieso ist hier eigentlich kein Strom? Vor allem, warum habe ich gerade Standbild? Du hast Standbild? Ich habe Standbild. Oh. Hat sich die Kamera aufgehangen oder was? Weiß ich nicht. Ich habe gerade Standbild. Muss ja wohl. Du bist gerade bei 2219 Dollar, glaube ich, bei mir. Nee, ich habe aber 3480. Ja, und bei 300.520 Einwohnern. Ob das hilft? Warte mal, ich mach bei Skype mal kurz die Kamera aus und wieder an. Vielleicht hilft das, ja? Ja. So, warte mal, wo ist er denn? Ja, du hast tatsächlich Standbild. Nee, gar nicht wahr. Doch, ich hab Standbild. Aber da fliegt... das ist ja komisch. Die Kamera zeigt mir... Na gut. Da ist ein Flugzeug mitten im Bild, aber das fliegt halt nicht. Also das ist... Ja, komischerweise, wenn ich auf die Kamera gucke, die bei dir übertragen wird, ist auch egal. Ich mach jetzt mal im Kamera-Video beenden und mach dann mal Video an. Mal gucken, ob was passiert. Siehst yes. du... Siehst du wieder ja, was? Ja, jetzt läuft's wieder. Das läuft, guck mal. Siehst du, hervorragend. Das ist gut, der Dave ist noch da. Ja. Wir befinden uns im vorletzten Part. Und ja, es bleibt hier eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das ist leider so. Wollen wir vielleicht das Spiel noch mal ein bisschen Resümee passieren lassen? Also ich finde ja nach wie vor, SimCity 1 ist ein Kult... Spiel, ein Klassiker, den man unbedingt mal gespielt haben sollte. Ich finde ihn einfach schön. Ja. Und es ist ein entspannendes Spiel. Ja, was soll ich noch groß sagen? Ich weiß es nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also alles, was es zu sagen galt, wurde gesagt. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, wie euch das Spiel überhaupt so gefallen hat. Das ganze Let's Play. Zum Abschluss einmal. Wie fandet ihr dieses Let's Play? War es schön? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Hättet ihr Lust auch mal auf ein weiteres Running Let's Play, wie ich schon gesagt habe, vielleicht dann in Form von Theme Park World? Yay. Das oder was ich ja auch sehr geil fände als Running Let's Play Einheit, das was du schon mal gemacht hast, und zwar Jurassic Park, zumal du uns dann noch weitere Sachen zeigen wolltest. Das wird auch auf jeden Fall kommen, das habe ich in Planung, will ich auch gar nicht allzu weit wegschieben. Ich denke mal nach den nächsten beiden Projekten, die ich ja machen werde. Ich habe ja schon halbwegs verraten, dass das irgendwann Crash Bash, was heißt verraten, das wird ja sowieso schon hochgeladen sein, wenn das hier kommt. Beziehungsweise eins davon. Ist auch egal. Raumzeit-Kontinuum. Ja, eben, egal. So. Es wird ja Crash Bash sein und es kommt ja das Medieval Replay. Und danach könnte ich mir vorstellen, könnte schon die zweite große. Was ist das? Sause kommen. Die zweite Sause von Jurassic Park kommen. Weil ich will euch ja noch die anderen Dinos zeigen. Ja, die zweite Staffel. Richtig, das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. Genau, die zweite Staffel wird dann kommen. Weil es geht ja leider nicht, dass man alle Dinosaurier in einem Durchgang erforscht, weil man halt nur 3 Ausgrabungsstätten haben darf. Was ich ein bisschen einen kleinen Kritikpunkt an dem Spiel finde. Aber ja, schade eigentlich. Aber gut, ich werde dann 3 andere Ausgrabungsstätten wählen, so dass wir dann alle Dinos einmal gesehen haben. Ich muss mir allerdings nur noch mal angucken, welche ich das letzte Mal genommen habe, weil ich das gar nicht mehr weiß. Aber das fällt gerade ein, hättest du an sich eigentlich so Interesse oder was, sagen wir mal generell, was hältst du von so zum Beispiel so Let's Test oder Let's Show Formaten, also wo man so ein bisschen zum Beispiel ein Spiel eine Zeit lang zeigt, so 1 Stunde, 2 Stunden oder was und dann zum Beispiel so die Reaktion der Zuschauer abwartet, also so wie ich das so ein bisschen mal gemacht habe. Wäre das nicht auch mal was für dich so irgendwie für nebenher? Ja, würde ich eigentlich auch mal machen. Bloß das würde ich dann so auf Spiele machen, finde ich, die sich eigentlich schlecht zu Let's Playen lassen oder wo man nicht vielleicht ein Ende finden kann. Wie gesagt, sowas wie jetzt zum Beispiel Mortal Kombat oder Street Fighter. Da kann man ja eigentlich unendlich lange spielen, weil man da ja mit verschiedenen Charakteren das alles Mögliche da machen kann. Und sowas könnte ich auch mal als Let's Test vorstellen. Also wenn ich mal Street Fighter zum Beispiel spielen will oder zeigen möchte, das könnte ich mir so als Let's Test Projekt zum Beispiel vorstellen. Oder auch vielleicht hier Theme Hospital gibt es ja auch noch. Da weiß ich immer noch nicht, ob ich da ein komplettes Let's Play zu machen will, weil ich es noch nie geschafft habe, das durchzuspielen. Deswegen ist das immer so eine Sache. Das wäre eine Herausforderung. Aber so prinzipiell hätte ich da nichts gegen. Das ist schon so, ja. Okay. Jo. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es in naher Zukunft kommen wird oder so. Brauchst du ja nicht festlegen. War ja nur so eine allgemeine Frage erstmal, ob das. Ja, nö, das wäre schon eine Idee. Ja. Das ist auch schön. War nicht? Ja. Ich habe übrigens Geld für ein Fußballstadion. Ich guck mal eben, ja? Ja.
Mir fällt da auch gerade noch was ein. Wir hatten ja auch mal noch ein ein Projekt geplant, was wir bis jetzt noch leider nicht umsetzen konnten. Ja, vor anderthalb Jahren oder so. Beziehungsweise, na gut, bevor du jetzt wieder anfängst zu mosern, als ich dich besucht habe, habe ich dir angeboten, dass wir was machen, da warst du zu müde. War aber auch schon 3 Uhr nachts oder so. Ja, egal, hallo, das ist unser Projekt. Ja, aber um 3 Uhr nachts fange ich doch kein letztes Übersetzen mehr an. Es war, glaube ich, 2 Uhr nachts. Ja, und na. Ja, und na. Ja, aber bis wir das alles fertig gemacht hätten und so, das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Aber bisher bist du sonst immer ausgewichen und nicht ich. Boah. Ich meine, ich bin ja echt froh, dass wir es hingekriegt haben, unser Let's Play Together Frontschweine da. Ja, genau. Eben, wir haben ja schon viel. Wir haben ja eine Menge gemacht. So ist das ja nicht. Du bist bei Crash Team Racing aufgetreten, mit Facecam so gesehen, und wir haben Frontschweine gemacht. Ja. Das war schon was. Vor allem immer, also könnt ihr gerne gucken, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Das findet ihr nicht auf Alex' Kanal, sondern auf meinem Kanal. Let's Play Together Frontschweine. Das findet ihr auch auf meinem Kanal. In deiner Gastauftrittebox, aber nicht direkt, sag ich mal, als hochgeladene Videos. Nein, das Alex. Nicht, aber wenn man so auf meinen Kanal klickt, sieht man es gleich, das Let's Play von Frontschweine. Das wollte ich auch nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur mal Werbung dafür machen. Also Alex und ich, als ich Alex besucht habe, haben Frontschweine gespielt. Und zwar nicht das normale Hauptspiel, sondern die Karten haben wir gezeigt. Also die verschiedenen Spielmodi. Es gibt dann noch so, was weiß ich, irgendwie zum Beispiel Welten, wo man besonders viele Kisten hat. Und Krabbeldecke richtig zum Beispiel. Krabbeldecke. Und dann gibt es so richtig gut designte Karten, wo man dann halt so gegeneinander spielt, und die haben wir jetzt gezeigt. Das sind 10 Parts insgesamt, und die findet ihr halt hochgeladen. Muss jetzt ganz vorsichtig sein, sonst werde ich wieder angeschissen. Hochgeladen sind die bei mir auf meinem Kanal. Also da findet ihr die dann auch direkt. Ja. Also falls ihr Lust habt, schaut gerne rein. Würde uns freuen. Auf jeden Fall. Und das hat saumäßig viel Spaß gemacht. Vor allem irgendwie, wir haben das über ein Mikro aufgenommen. Und wir hatten Ohrstöpsel halt im Ohr, damit wir uns dann gegenseitig hören konnten und das Spiel. Und ich habe dann dem Alex immer, als ich den Controller rüberreichen wollte, habe ich immer den Ohrstöpsel aus dem Ohr rausgepfeffert. Ja, genau, und ja. Und dann der Zuschauer hört halt einfach immer so, und solche Sachen so, jetzt hast du mir wieder das Ohr rausgehauen und sowas. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Geschenk der Partnerstadt. Aus Amsterdam erhältst du eine Original-Windmühle als Symbol für die Partnerschaft, die eure beiden Städte verbindet. Stelle sie in der Stadt für jeden sichtbar auf. Wir haben ein Geschenk bekommen. Nochmal? Ja, das ist ja eine. Vor allem, die war doch auch damals schon aus Amsterdam, die Windmühle, ja, eben. Hier, oder? War doch, ne? Ja. Ja, gut. Meine schon. Ja, dann überlegen wir mal. Ja, jetzt kommt es zum Tragen, dass du irgendwo in der Mitte jetzt so einen Platz hast dafür. Hier wäre geil, oder? Ja, guck mal erstmal.